Das Wichtige ist, habt ihr alle Essen und Trinken? Ja. 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 Okay. Okay, alles klar. Es wird dann auch langsam hell. Es ist ein wunderschöner Tag. Leicht verregnet. Wunderschöner Tag. Das sind die geilen Sachen, die man klauen kann, Mann. Okay. Wir begeben uns jetzt nach da oben. Und wir verteilen uns. Also folgt dem Mann mit der Stinger und der APG. Oh. Bitte nicht alle. Nicht alle. Vorsicht, ich habe die Tür hier. Ja, bringt euch nicht um, bitte. Aua, vor, aua! Vorti! Wir gehen vorwärts in den Krieg. Oh, Vladimir, nicht so viele Fragen stellen. Das war keine Frage. Vladimir, am besten du hältst einfach den Mund. Versuch das Spiel nicht sagen. Kann man Rogue machen oder was? So. Ich hab verloren. Ich glaube, das Stinger, der macht mich ein bisschen langsamer, als ich dachte. Ja, ich weiß, was du meinst. Bitte nicht drängeln, Jungs. Verteilt euch, jetzt schon. Ja, komm, Formation Wolke. Aktion. Wolke. Komm, Attention Horn. Ihr seht unglaublich gut aus. Ohne Scheiß. Danke. Gut, dass wir die Besten geholt haben. Die allerbesten der Besten. Kompetentesten. Ihr habt übrigens auch sehr gute Waffen, möchte ich anmerken. Ich benutze übrigens die gleiche Waffe, also ist nicht so, als wenn hier irgendjemand benachteiligt ist. Ein Visier wäre noch gut gewesen. Aber genau. Ein Visier. Ja, Visier. Weißt du, was das Ding kostet? Bezahlst du die Batterie dafür, was wenn die leer ist im Kampf? Eine Batterie braucht man auch. Klar, wie soll da sonst der rote Punkt da drin sein? Denn ohne Rotpunkt. Der ist drauf aufgemalt. Ach, willst du? Ja, aufgemalt mit Eddie. Willst du? Ja, deswegen bewegt er sich auch nach links und rechts, wenn das Ding schwenkt. Übrigens, der 800 Meter Weg war deutlich länger, wenn man das Ding auf dem Rücken hat. Und die schwerer. Aber wir joggen ja alle, ist ja angenehm. Ja, eben. Das ist ein Jogginglauf. Da sind Panzer drin. Da kann eben schon trainieren. Da sind eine Menge Panzer drin. Ach, Jungs, ihr Drängler! Oh, Alter! Hier, lauf mal vor, Vladimir, mach die Schranken auf. Und was haben wir dazu, wenn wir durch sind? Oh, das sind die Links, ne? Okay. Danke. Und Scheiß, wir haben echt eine coole Truppe hier angeholt. Ihr seid alle gut drauf. I like. Oh, da steht ein Helium-Panzer. Ach so. Ich fliege. Das Problem ist, die Dinger sind eher so Deko. Also, oh. Ja. Ah, ja. Wir haben die ja nicht hingestellt, die standen hier schon vorher drin. Oh, wäre zu schön gewesen. Ich hab Dietriche, wir könnten der Gabeltabler wenigstens. Ja, ja, dann probieren wir aus mit den Dietrichen. Okay. So, okay. Warum wir eigentlich hier sind... Oh, vielleicht soll ich auch mal langsamer sicher auch wieder unsere Stimme lauter machen. So. Warum wir wirklich hier sind, ist der Container. Weil in dem Container befinden sich Waffen, die wollen wir haben. Für den Fall, dass der Container aufgeht und ihr die ersten seid, die hier hingehen und das Ding geiern, okay? Tut mir einen Gefallen und macht die Dinger nicht vor Ort auf, sondern verflüchtet erstmal und dann schreibt uns vielleicht an oder so und dann machen wir die gemeinsam auf. Weil wir wissen selber nicht so genau, was da drin ist. Wir wissen selber nicht so genau, was da drin ist. Okay, hier ist übrigens ein Rucksack, falls jemand einen Rucksack braucht. Fällt mir gerade auf. Ja, hier. Vielleicht ist da der Dragon Ball drin. Ja, möglicherweise. Das Ding ist, hier könnte alle möglichen Waffen drin sein. Da spawnen sozusagen. Entschuldigung, da drin werden sozusagen zufällige Waffen gelagert. Okay? Das Ganze spielt sich ähnlich ab, wie wir damals für den Fall, dass ihr mal in Griechenland wart, wie man da Banken überfallen hat. Gut, okay. Noch irgendwelche Fragen? Oh, da läuft jemand. Werden jetzt die Partners aufgeteilt oder. Also wird das jetzt noch kurz hier durchgemacht oder? Ihr guckt euch einfach um und dann sucht ihr euch einen Partner raus. Will jemand mit mir? Ja, teilt euch auf, komm, ihr sozusagen auf die Türme gehen. Verteilt euch auf den ganzen Türmen. Auf gar keinen Fall, Vladimir. Los geht's. Ja, los, Mann, wir haben Partner, oder? Ich bin schon. Gruseln. Plus ist Safe Knackers, tut mir leid. Ich nehme übrigens den Typ mit der RPG auf dem Rücken als Partner. Ja, Bock. Ja, klar. David? Machen wir. Bereit? Ja, warten wir noch, bis die fertig sind. Ja, können wir schon anfangen. Warten wir. Ich habe gerade das Gefühl, dass jemand gestorben ist. Wir sollten vielleicht noch 5 Minuten warten. Oh, schlag hier drauf, ja? Emerty. Oh, so, das schon. Ja, hier Knüppel, Lucky, geht mal rum und teilt die Jungs mal ein, die brauchen ein bisschen Hilfe. Sprecht dir mal gut zu. Und ignoriert den gigantischen Stinger auf meinen Rücken. Danke. Oh, das Ding ist wirklich groß, Alter. Ich gehe dann gleich in das Kommando. Hätte ich sowas sagen sollen wie, ich habe auch keine Ahnung, wie man den Stinger benutzt, aber vermutlich... E oder V ist, glaube ich. Dann muss mal gucken, muss man da das Maus bei mir. Bei mir ist es hundertprozentig einfach die Maustaste gedrückt halten hinten. Übrigens ist es vielleicht unfair, dass wir Scopes haben, mehrere Magazine und Stinger und die anderen...
Ja. Hier hinten ist auch noch ein Eingang, ne? Den sollten wir auch noch decken. Okay. Da hinten. Der ist komplett offen. Kein Problem, geht doch hin. Nur auf den Partner. Denk. Ja, auf geht's. Übrigens super fähige Leute. Ohne Scheiß, hätte ich niemals gedacht. Ich werde dann das Kommandoschweinchen betreten gleich. Ja, genau. Denke ich. Ich weiß nicht, Dave, willst du gucken, ob du von da oben, von dem Dach aus spotten kannst oder irgendwie von dem Turm aus oder so? Ich bin ja Planter. Aber du kannst einfach den ganzen Jungs Bescheid sagen. Gehst einmal rum, sagst, sie sollen den auf der Karte markieren. Okay, sobald die Feindkontakt haben, gucken wir auf der Karte markieren, alles klar. Alles gut, Knippe? Alle gut verteilt, den Türme drin. Okay. Und den Schweinchen, große Schweinchen. Für dich auch alles gut, David? Alles gut, ich guck gerade, ob ich sehe, wie das heißt. Ah, bei mir ist es T's, ich glaube, es ist Lock Target. Ja, bei mir ist es einfach mal rechte Maustaste Glück halten. Hast du nachgeguckt? Ich guck nach. Ja, Keyboard, Weapons und dann relativ am Anfang Lock Target. Keyboard, Weapons, relativ am Anfang. Ja, sorry, doch nicht ganz relativ weit unten, soll mal werden. Was ganz unten. Ich wollte jetzt nicht ausprobieren, ob ich einen Panzer aufmachen kann. Lock weil ich hab Target, Bock. Hold Second Mausbutton. Ja, ich muss einfach rechte Maustaste Glück halten. Gut. Alles klar, wollte ich mal sicher gehen. Alles klar. Alle bereit machen? Seid ihr oben welche auf dem Turm? Ja. Sehr gut, es geht gleich los, die Armee kommt. Das Problem ist, das wird sehr unangenehm werden für uns. Also macht euch auf eine Menge Spaß gefasst. Oh, hey, du hier. Hallo, Turmbuddies, es geht gleich los. Jo. Warst du bereit? Tötet alles, ja. Was nicht so aussieht wie wir. Alles, was nicht cool aussieht. Und den haben viele ja nicht Lockling? Nee, hab ich versucht, den ging nicht. Was sagt er? Meine Lieben. Gar nix. Oh. Abteilen! Mein Gott, Kollege, was machst du da? Hallo? Hallo? Jungs, seid ihr oben? Angreifen, alles. Ja. Hier oben ist niemand? Ey, wir haben hier von hier den Eingang. Ach so. Ja, das ist natürlich clever. Aber hier nicht durch die Wand gucken, ne? Nee. Sehr gut. Vorsichtig, hinter dir ist Feuer, nicht verbrennen. Hey, bleiben wir, was hast du da gemacht? Wieso denn? Wir sind hier nicht in King of the Hill. Guck mal, den Stream gesehen, da hast du doch die Wow, das Schweine. Captain Lucky? Captain Sir von Lucky? Hallo? Ich bin hinter dir, Daniel. Was ist hier? Warum sagst du nichts? Wo bist du? Da kommt er gerade. Hi. Alles soweit bereit? Ich habe Leute losgeschickt. Hier und da laufen wir noch an der Mauer gerade rum und müssen eigentlich gleich auf ihre Posten gehen. Die wissen alle Bescheid, dass sie Leute markieren sollen, wenn sie können. Ja, wenn sie sich ein Haus verschanzen oder so, ist es gut, wenn man die markiert, ne? Ja. Also. Genau, wenn sie Leute sehen, am besten auf der Map markieren. Mhm. Damit ich, ne? Klar, dann. Du machst aber ganz viel Bums, das ist wichtig. Genau, ich denke mal, ich werde mich hier ins Schweinchen verziehen, hab aber dann halt niemanden. Alles klar. Okay, hast du auch noch bei euch da oben? Oder? Ja, ich bin allein, aber alles gut. Ah, okay, super. Dann kommen wir vielleicht gleich zu dir. Ah, okay, sehr gut. Grüß euch, Jungs, alles in Ordnung bei euch da oben? Ah, alles in Ordnung, alles super. Bin bereit. Hi, alles in Ordnung bei euch? Ja, alles gut. Alles gut? Natürlich. Wir werden sterben. Alles in Ordnung bei euch hier oben? Raise the sun. Ja. Raise the sun, meine Freunde. Das wird sehr gefährlich werden. Vorsicht, bitte heiß werden, Jungs. Wow. Holy shit, auf geht's. Ja, toll. Wir müssen jetzt durchhalten. Es dauert circa 10 Minuten. Ich sitze hier, ne? Bisschen gemütlich gemacht, hab einen Kaffee getrunken. Ist klar, ist derzeit noch extrem ruhig. Die Jungs sind soweit noch nicht bei Laune. Ich habe keine Ausdauer, seitdem ich ein Stinger auf dem Rücken hab. Läuft gut. Gar nicht. Warum soll das. Gar nicht nachvollziehbar. Ja, gar nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht mal, was. Ich mag das Logo da drauf. Semi-Logistik. Wo steht das? Hinter dir. Auf dem Wagen. What the fuck? Stimmt. Oh, okay. Mein Gott. Estimate 2015. Oder established. Sorry, nicht estimated. Fancy Fremdwörter. Was war das in deinem Wort des Tageskalender? Ja. Smarter every day. One word a day, every day. Ja, jetzt warten wir. Ich hab Angst, bleib hier fühle ich mich echt wohl. Ich hab mal kurz eine Frage. Klar, was gibt's? Wie sieht's denn aus, wenn Zivilisten kommen? Dann ballerst du die nieder. Hauptsache, du stellst sicher, dass gar nicht die von uns sind. Wir haben alle die AKs mit dem blauen Tape dran. Oder, ja, okay. Oder sehen aus wie verrückte Leute mit RPGs. Oder so wie die anderen zwei, die du gesehen hast. Ja, schon klar. Keine Rücksicht auf Verluste. Wird schon super. Was ist das für ein Schuss gerade?
Was nicht? Ich habe keinen Schuss gehört. Okay, ich muss erstmal klar machen, wer wir hier sind. Moment. Okay. Na Jungs, das wird großartig. Macht ihr bereit? Oh, war doch nicht so großartig, weil das einer Ding jetzt hängen geblieben ist. Auf geht's. Oh. Ein Schuss. Klippe, wo kam der her? Ich weiß nicht. Los geht's. Bei mir Kontakt. Knüppel macht den RPG bereit, das hört sich dick an. Okay, eins auf der Karte. Am W. Los geht's, Lucky. Die Richtung ist eine Sniper auf die Hügel. Okay. Die Richtung. Ich hab 60 Grad. Wie viel Meter? 1000? Ah, nee, der ist ungefähr vielleicht schon 300, 400 Meter weg. Okay. I pooped a little bit my pants. Ist kein Problem. Ja, mir ist einmal kurz reingekommen. Was hast du alles erledigt, Indri? Ich konnte so gut wie gar nichts aufnehmen, weil ich halt gerade alles koordinieren musste. Also ich habe erledigt eigentlich nur diese Humvee da vorne beim Haupteingang. Keinen anderen erschossen mit deiner Waffe? Nee, bis jetzt nicht. War nichts in den Weg. Alles klar. Aber wir werden immer noch beschossen von einer Sniper. Oh. Ungefähr. Da kommt mein Einsatz. Alles klar. Ja, ich glaube, ich habe tatsächlich meinen Einsatz gefunden. Dann lass mal gucken, ob wir einen Weg finden. Viel Spaß, Jungs. Ich bin doch Kaffee, ne? Also meinst du hier an die Wand gehen oder sind wir erstmal so weit safe? Ja, ich weiß nicht, 100%. Ja, ich weiß. Ich bin da. Wie kommen wir, die Heli? Südosten ist der Heli. Genau da. Treffer! Der ist übrigens down. Oh Gott, der kommt auf mich zu. Ich glaube irgendwo im Süden oder so. Relativ close, Südosten. Good job! Schweres Maschinengewehrfeuer aus Südosten. Was ich 120 Jungs? Ungefähr. Was war mit dem Sniper? Achso, einer hinter dem Baum. Siehst du den? Hinter dem Brack? An dem Baum? Ja, ich sehe ihn. Ich versuche ihn zu holen. Hier. Alles klar. Ich bin verletzt. Bitte sag mir nicht, dass. Oh shit. Warum geht das Tor auf? Da, Knüppel. Ich weiß nicht, da ist irgendwie was Schweres. Ich glaub rechts rüber. Vorsichtig. Alles klar. Hab ihn! Okay, sehr schön. Ich glaube, ich höre das Panzer. Was ist das? Ich hab nur noch eine Rakete. Ja, ich hab gar keine Stinger-Rakete mehr. Nimm mir den Stinger mit, da siehst du cooler aus, Vladi. Es ist weiter gefahren. Ich hab noch eine Rakete, Freunde. Ich muss treffen. Ist das Smoke? Du musst cool aussehen. Ich bin schwarz, yeah. Oder getroffen, ich weiß aber nicht wovon. Einfach, oh, ich auch. Hier, das ist ein Smoke Ball. Chill out. Hier ist es schon so grau, dass die schwarz aussehen. Hey, au. Ich bin noch 57. Okay, von der Masse, wir müssen raus und das Knüppel finden. Ich rede nicht laut genug. Entschuldigung. So, wir müssen raus. Knüppel ist gerade gefallen. Der hat einen RPG auf dem Rücken. Das könnte das Letzte sein, was wir tun. Aber wenn wir sterben, dann sterben wir zusammen. Seid ihr bei mir? Alles klar. Ja, alles klar. Auf geht's. Das sind Smoke-Granaten. Keine Panik. Wir suchen Knüppel mit dem Raketenwerfer.
Der, da vorne liegt er, glaube ich. Hängt er da? Ja, der hängt da. Jungs! Jungs, seid ihr von uns? Aber wir sind von dir. Alles klar. Ich hab. Der Panzer ist down, der Panzer ist down, den haben wir. Ah, gut Job. Wie habt ihr den platt gemacht? Ja, ja. Also ich hab den Fahrer rausgeschossen und dann fielen so viele Schüsse, wahrscheinlich haben wir auch selber mit drauf geschossen, der ist dann explodiert dadurch. Ja, und der eine, der versucht hat zu looten, ist verbrannt. Aber sei vorsichtig, bei den Sandbags über der rechten Reihe ist immer noch einer. Da ist einer. Gegenüber, gegenüber von dir. Alles klar. Da ist einer. Mal Abstand. Ich hab ihn auch gesehen. Okay. Sind uns ziemlich sicher. Ich hab da gerade eine Granate hingeworfen. Genau da war einer. Okay. Da ist ein Sniper auf dem Hügel, der sieht uns direkt an. Okay. Ich muss ein bisschen Abstand nehmen, Jungs. Ihr macht das schon. Alles klar, gute Beschreibung, danke. Hast du in Ordnung? Lebst du hier noch? Ja, ne? Alles klar, wollte nur sicher gehen, ob du noch lebst. Alles gut, ja. Daniel? Ja, ich bin unter dir. Ich spiele gerade toter Mann, um mir Ausdauer zu holen. Die nähern sich Richtung Süden. Ich habe gerade den Sniper weggeholt von denen. Good job, good job. Mit einem Schuss. Du bist der Beste, Mann. Großartiger Schuss. Richtung Süden? Ah, ne, das sind unsere, die haben Taliban Klamotten an. Sicher? Ja. Ja, der da rumrennt. Wo? Oh. Okay, doch nicht. Nein, nee, da liegen definitiv Feinde. Aber mach dir keine Sorgen. Das ist guter Stahl, da komm ich nicht durch. Egal mit welcher Waffe. Okay. Alles klar. Rechts vom Stein liegt noch einer und links vom Stein in der Mauer ist auch noch einer. Mhm, alles klar. Ich werde den benachbarten Turm einnehmen, ja. Und dann komme ich in. Regeln wir es zusammen. Zur Not pink einfach hin und wieder mal und schieß mal ein bisschen hin. Verunsicherst sie damit auch sehr. Die haben genauso viel Angst wie du. Ich hab keine Angst. Das ist die richtige Einstellung. David, ich habe übrigens herausgefunden, wie man fester wirft und weniger fest wirft. Oh, nice. Fester drücken und langsamer drücken? So ungefähr. Oh! Lucky! Wie bist du gestorben, mein Freund? Ich saß da hinten in meinem Schweinchen drinne und habe auf den Sniper auf den Berg geschossen, westlich von hier, oder? Müsste westlich gewesen sein. Ach, der war schneller. Ah, gut, ja, ich bin gestorben, weil sich irgendjemand vermutlich in den Medical Tents versteckt hat und mit Third Person gepiekt hat und mich dann umgebracht hat. War nicht schon nicht schön. Oh. Kriegen wir so Waffen? Guck erstmal, ob hier überhaupt irgendwas ist, Mann. Guck mal, wie viele Koffer und so weiter hier rumliegen. Wie viel Scheiße hier ist. Oh, eine Schlange. Hast du ein Auto, Lucky? Bitte? Hast du gerade ein Auto gehört? Oh, nee. Bin mir unsicher, weil es ist unglaublicher. Guck dir das an, Lucky. Hier ist Amir. Was? Schon wieder ein Rucksack. Hier lagen überall Rucksäcke rum. Was zum Teufel? Das Interessante ist, Lucky, hier hat sich irgendein US-Soldat irgendwie umequippt oder so. Ich habe gerade seine Weste gefunden. Oh. Schnippel? Ja, ich bin da. Alles klar. Sind wir glücklich? Das Ding soll fürchterlich buggy sein. Komm, irgendwie... Ich hab da was rausgeholt. Hast du schon? Ja? Ich komm nicht mehr dran. Weder mit... Oh, shit! Oh, rein! Oh,
selber rum. Ich kann das erklären. Geht das euch gut? Ich kann das erklären. Ich wollte gerade sagen, ich kann da nichts rauslooten. Weil ich alles rausgeholt habe. Und ich bin mir sicher, dass ich auch nicht mit dem T-Menü rankomme. Da habe ich das T-Menü gedrückt und habe meinen Throw-Button gedrückt für Granaten. Gibt hier einen Pacemo-Remote? Komm, lass einfach mal schnell wegfahren hier, ja? So wie es aussieht, die US-Army hat zwar alles hier geklärt. Auch wenn ich das Gefühl hatte, dass sie sehr viele waren. Ja, ein bisschen sehr viele. Ja. Fucking Scheibenwischer habe ich die ganze Zeit gehört. Okay, warte, ich muss wieder leiser machen. Das ist echt zu hart, Mann. So. Mein Gott. Ja, ich weiß nicht, lass erstmal wegfahren, ja? Ich meine, hier ist halt niemand mehr. Wo? In der Stadt stehen welche. In der Stadt? Mhm. Okay, fahren wir hin. Gleich links vorne. Ich sag mal so, die Hölle ist hier losgebrannt. Ja, hier links. Achso, du meinst, hier haben die's? Ein Stück waren die. Da steht noch ein Humvee. Ja, nehmen wir noch Humvee, ne? Nehmen wir den hier? Ja. Der ist nicht offen. Verdammt. Ich finde, das ist eine fürchterliche Mechanik. Wir stehen sogar vier Humvees. Ah. War ein Lockpick dabei? Cool. Leider nicht, nein. Was ist doch sonst immer eins? Oh, hier, der ist offen. Alles klar. Dachte schon, ihr meint, dass hier irgendjemand stehen würde. Okay. Nice, bin ich. Fighting in the back. Hey, haben wir. Ich sag mal, warum sind die ganzen Häuser hier kaputt? Gute Arbeit, Ducky. Hättest vielleicht an taktischen Steinen oder so weiter Sachen machen müssen. Das war hier, Ja, auf dem Feld hatte ich auch ein bisschen was gehabt, aber nicht so viele. Ich dachte echt, dass sie irgendwie durch die Stadt versuchen, taktisch vorzugehen, anstatt einfach reinzufahren. Ja, ja, kennst das doch, oder? Oh, guck mal, hier ist ein Auto. Hallo? Hallo? Ist das unser? Oh mein Gott! Oh, ups, das war nicht ab. Tschüss. Oh, guck mal hier, der NMG oben. Ne? Kannst du jetzt offen? Gucken. Meinst du, unser grünes Auto ist mal irgendwo hier? Das ist definitiv zu. Und ich habe das Gefühl, der UAZ bringt uns um, wenn wir noch länger hier bleiben. Schade, dass keiner unserer Freunde überlebt hat. Ja, sehr traurig. Ja, ich mochte den Vladimir. Ich war. Ja. Warte, müsste unser Auto nicht da unten noch stehen? Meinst du das Grüne? Ja. Meinst du nicht, dass das irgendwie geklaut wurde oder so? Sollte das jemand klauen? Da weiß doch niemand von, oder? Meinst du, die Boys haben das geklaut? Meinst du, ja, ich weiß nicht, sind vielleicht nochmal hingefahren, dachte ich so, hey, wow, was ist eigentlich mit dem grünen Fahrzeug? Ach. Das ist ungefähr so wie damals, wo ist der grüne Nissan? Oh, ungefähr drei Personen lachen jetzt. Oh mein Gott. Achso, guck mal, hier stehen sogar beide noch. Wow. Oh, wow. Jemand hat das Licht angelassen. Ja, definitiv. Ja, holy shit. Cool, dass die Batterien noch hier. Ist da noch der andere Kram drin? Die Waffen und so? Die ganzen Waffen wurden rausgeklaut. Echt? Die Jungs haben sich alles vollgepackt. Steig schnell ein, komm, wir fahren hier mit weg. Lümmel. Wir bringen die ganze Sache erstmal in Sicherheit und dann gucken wir, was Knüppel, was hast du bekommen überhaupt? Ich habe zweimal, ich halt mehr als zwei kann ich nicht davon tragen, aber mehr waren noch nicht drin, Depot-Weapons. Depot, okay. Ah, aber ich weiß nicht genau, was das ist. Okay. Gib dir das dann einfach gleich. Das sind die Depot-Sachen, also das sind halt die Waffen, die halt in den Container drin sind. Weil das Waffendepot und im Waffendepot können halt quasi diese Depot-Waffen im Set-Menü eingelagert werden. Und wenn man die dann anklickt, dann lagert man die quasi aus, weil du hast jetzt gerade quasi zwei zufällige Langwaffen dabei, die man halt entweder verkaufen kann oder sozusagen benutzen kann. Und wenn man die benutzt, dann liegen quasi die Waffen vor dir auf dem Boden. Das kann jede Waffe sein, die du dir vorstellen kannst. Ah, okay. Navit? Nein. Oh, SPMG? Aussteigen, Knüppel. Oh Mann, du. Aber ich hab die Waffen. Halt still. Nein, warte, sonst sind die Waffen weg. Kein Problem, die können wir looten. Knüppel, sowas sagen wir nicht. Solche Wörter sagen wir nicht, okay? Kannst alles sagen. AMK, hallo, aber nicht Navid. Nee, du hast mich falsch gesagt. Ich hab David gesagt. Aussteigen. Ich hab gar nichts gesagt. Dieses Wort würde ich niemals in den Mund nehmen. Sehr gut. Ich habe
Ich habe David gesagt, ja. David kann nicht in dem Waffendepot liefern sein. Okay. Ja, was zu essen und was zu trinken dabei? Nein. Nee. Wir haben den Po-Waffen dabei. Anhalten? Burger, ja. David muss schon das Zeitliche segnen. Wird schon zu spät hier, der ganze Kram. Ja, und wir haben vielleicht auch nicht mehr so lange Zeit. Ja, hast du recht. Wir lassen noch so schnell wie möglich nach Rassmann oder für Usman Budat fahren und dann gucken wir einfach mal, ob wir Glück haben und dass die Jungs irgendwo da sind. Oh mein Gott!